Wir haben bei der Konzentration darüber gesprochen, dass ADS-Betroffene zum Teil sich wahnsinnig gut konzentrieren können, wenn sie sich für etwas entschieden haben, wenn sie etwas freiwillig machen, wenn sie ihren Interessen nachgehen. Und das ist zum Teil wirklich erstaunlich, wie viel Hartnäckigkeit die dann auch plötzlich entwickeln. Zum Teil auch, wenn so ein klarer Berufswunsch da ist, dann plötzlich die Energie finden, die ungeliebten Sachen auch zu machen. Im Rahmen, oder? Meistens im allerletzten Moment, aber es klappt dann oft besser. Und dort eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit entwickeln können, zum Teil auch sich mehr als andere vertiefen können in irgendeinem Bereich. Und da fände ich die Frage ganz wichtig, wo gelingt das meinem Kind? Wo und wann vertieft es sich? Zum Teil hängt es auch von der Situation ab. Witzig ist zum Beispiel, dass manche Bedingungen zum Teil erfüllt sein müssen. Für mich ist es, ich muss im Café oder Zug arbeiten können, nicht in einem Büro. Manche Kinder brauchen einfach jemanden um sich herum, oder? Der in der Nähe ist, der etwas Ähnliches macht, damit sie sich in Sicherheit fühlen, ruhig fühlen und dann in diesen Flow eintauchen können. Aber achten Sie darauf, wo das passiert. Das ist ganz wichtig für die spätere Berufswahl. Wenn die ADSler irgendwie mit ihrem Beruf anknüpfen können, an Tätigkeiten, wo sie dieses Gefühl entwickeln, wo sie sich auf die Art versenken können, dann gibt das sehr oft eine gute Biografie. Also da lieber nicht ärgern, dass das Kind schon wieder so vertieft ist und nicht das macht, was es sollte. Dann die hyperaktiv-impulsiven. Auch das hat seine Sonnenseiten. Kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, was daran toll sein soll. Aber auch dort sehe ich oft so eine Aufstehmentalität. Also Impulsive sind auf der einen Seite, das wäre wieder so die eine Seite der Medaille, oft sehr stark frustriert, wenn etwas nicht gelingt. Es gibt dann auch heftige Konflikte. Auf der anderen Seite können sie sich oft sehr schnell versöhnen und sie können einfach am nächsten Tag wieder anfangen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass viele Unternehmer ADHS haben. Und als Unternehmer scheitert man die ganze Zeit. Und das, was dabei hilft, ist, wenn man schnell zurückkommt. Wenn man es einfach nochmal versucht, wenn man irgendwie ein bisschen unfähig ist, aus negativen Konsequenzen zu lernen. Einfach an diesen Ideen festhält, die man Wirklichkeit werden lassen will und sich von Hindernissen und Rückschlägen rasch erholen kann. Sie schieben alles auf. Eine Freundin von mir, deren Bruder hat so ein ganz ausgeprägtes ADHS. Und die ganze Schulzeit lang haben seine Eltern gehofft, dass er es endlich lernt. Oder? Jetzt hast du wieder viel zu spät angefangen. Irgendwann muss sich das in deinen Schädel, dass das so nicht geht. Jetzt waren sie letztens zu Hause. Er hat inzwischen eine Lehre gemacht. Stellt es da in so einer Triebwerkfirma, hat sich dort sehr schnell hochgearbeitet, weil er diese Arbeit wahnsinnig gut und gerne macht. Und er wollte die Meisterprüfung machen. Und dann sitzen sie beim Abendessen, ist jetzt schon älter, oder schon 30, schon Vater, sitzen beim Abendessen und seine Mutter sagt, du, wann ist eigentlich deine Meisterprüfung? Und er sagt, ja, ich schaue es dann nach. Und die Mutter, was, du weißt es nicht? Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so lange hin, bis die ist, oder? Ja, ich schaue es dann nach dem Essen nach. Die Mutter ist aufgestanden. So ist man irgendwie als Mutter von einem ADHSler, oder man kann nicht so wirklich loslassen. Und manchmal ist das wirklich auch wichtig, weil sie ist dann aufgestanden, ist aufs Internet, kommt zurück und sagt, du, dies morgen.
Er hat dann seelenruhig weitergegessen. Es war eine mündliche Prüfung, hat dann gelernt. Der Vater hat ihn dann hingefahren und er im Auto am nächsten Tag am Lernen. Und er ging rein und hat es geschafft. Das ist auch so eine Erfahrung. Man missgönnt die den ADHSlern sehr oft, oder? Er soll es endlich mal sehen, dass es so nicht klappt, oder? Das ist oft so ein Wunsch von Eltern, er soll endlich mal begreifen, dass es so nicht funktioniert und dann klappt es wieder. Und hat diese Prüfung geschafft. Und es ist oberlästig, wenn man so unorganisiert ist und einem sowas nicht einfällt. Und es ist blöd, wenn man nicht planen kann. Aber es ist eine unglaubliche Stärke, wenn man dermaßen gut improvisieren kann. Das ist eine Fähigkeit, weil es gibt viele Menschen, die gut planen können, die alles vorhersehen und die sich dann sehr akribisch und gut vorbereiten. Die sind aber aufgeschmissen, wenn sie mal etwas aus dem Ärmel schütteln müssen. Dann kriegen die Panik, oder? Was, nächste Woche muss ich? Und dann ist das ein Drama. Und wenn man das kann, improvisieren, wenn jemand sagen kann, du, wir bräuchten morgen, und man sagen kann, ja, das ist okay, früher hätte ich sowieso nicht angefangen, dann ist das eben auch ein Talent, das in vielen Kontexten wertvoll sein kann. Gleichzeitig dieses Ruhigbleiben unter Druck. Ich hatte mit einem ADHSler gesprochen, der Rettungssanitäter ist, und er hat gesagt, ich bin immer kribbelig, ich bin immer nervös, ich bin immer aufgedreht. Und wenn alle in Panik geraten, werde ich ruhig. Also ADHSler haben oft gern Situationen, die sehr intensiv sind. Das kann man damit erklären, dass dieser Bereich hier vorne unteraktiviert ist. Und wenn die Situation an Intensität gewinnt, dann wird dieser Bereich aktiviert, oder? Dann können wir uns plötzlich konzentrieren und können das genießen. Das macht uns dann nicht, wir kommen dann nicht in die Panikzone, oder? Sondern fühlen uns da eigentlich wohl. Auch dieses Langsame sollten wir nicht unterschätzen. Auch das hat etwas Schönes. Das zeigt sich oft erst dann, wenn man sich mehr nach seinem eigenen Tempo richten kann. Wenn man nicht mehr so nach Taktfahrplan funktionieren muss, wenn man irgendwann eine Nische gefunden hat, wo man seinen Rhythmus mehr einbringen kann, wo man auch, wir haben am Anfang gesagt, diese exekutive Funktionen, oder? Das, was wir heute machen müssen, ist zum Beispiel in der Schule, 45 Minuten ist jetzt das Thema. Und dann klingelt es und dann ist 45 Minuten das Thema. Das ist schwierig, wenn man ein Mensch ist, der sich eher auf etwas einlassen will, dabei bleiben will, wenn man dann immer von außen eigentlich vorgegeben bekommt, wann man was machen muss. Wenn man sich beruflich eine Nische sucht, wo man in seinem eigenen Rhythmus arbeiten kann, dann wird es sehr viel leichter. Ich hatte einen ADHSler mit ihm gesprochen, der war an der Uni und der hat einfach gesagt, ich gehe nicht mehr an die Vorlesungen, ich kann mich nicht in 45 Minuten Takten konzentrieren. Das geht nicht. Oder ich brauche früher eine Pause, ich brauche kleinere Pausen, ich muss irgendwo hinsitzen mit meinen Büchern und dann kann ich lesen, 20 Minuten, 2 Minuten ein bisschen rausschauen, wieder zurückkommen, mich ein bisschen bewegen, da kann ich meinen Rhythmus leben. Und das wäre auch wichtig, zu schauen, wo müssen sich die Kinder anpassen, wo kann man ihnen entgegenkommen. Wo wäre es wichtig, dass sie merken, unter welchen Bedingungen, dass sie funktionieren. Das ist oft etwas, woran wir arbeiten im Lerncoaching. Welcher Ort, wo fühle ich mich wohl, wann brauche ich eine Pause, woran merke ich, dass ich jetzt ein bisschen herumgehen sollte beim Lernen.
das zu lernen, oder? Unter welchen Bedingungen man gut funktioniert, anstatt immer darauf hinzuarbeiten, so zu funktionieren wie die anderen. Hyperaktive Kinder, dort erleben wir oft, dass sie sich sehr wohlfühlen, wenn sie sich viel bewegen dürfen. In meiner Weiterbildung hat es gerade drei Mütter, die mittlerweile erwachsene Kinder mit ADS haben und die machen alle Leistungssport. Die haben alle diese Nische für sich entdeckt. Der eine ist Ringer, der andere macht Triathlon, oder die haben das für sich gefunden, um diesen Stress abzubauen, um sich diesem Bewegungsdrang nachzukommen, sind die in diese Schiene. Und dort fühlen sie sich wohl, dort holen sie Bestätigung. Und erinnern uns daran, dass es so ist, dass wir Menschen eigentlich Bewegung brauchen.